Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde hier in Pokémon. Wir haben diesmal Porygon Z am Start zum Testen. Es kann eine sehr schöne Attacke. Die Frage ist halt, können wir diese hier auch umsetzen? Das Team vom Gegner scheint relativ schnell zu sein. Dennoch will ich das versuchen, irgendwie umzusetzen. Die Frage ist halt nur, wie organisiere ich das am besten? Ich versuche trotzdem den Porygon Z-Lead. Kabufala einfach nur, um eventuell die Situation zu retten. Ich überlege gerade, ich glaube Mimikyu benutze ich hier noch. Zwar sind wir jetzt sehr feenlastig, aber es könnte eigentlich gut funktionieren, das, was ich vorhabe. Ich sehe, ja, Psyana, Tektas, okay, ja, könnte ein Problem werden. Müssen wir mal sehen. Tektas. Okay, Tektas, ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, was rauskommt bei dem seinem Tektas. Weil ich habe... Das, was ich so bisher von Tektas mitbekommen habe, ist die Fähigkeit halt so ein kleines Problem mit ihm. Wiederum harmoniert sie mit seiner einen Attacke, die er nur machen kann, wenn es sein erster Zug ist. Und der Fiarolied. Irgendwie habe ich damit sogar gerechnet, dass der Fiarolied hier kommt. Ich werde direkt mal hier trotzdem in die Z-Kraft versuchen zu gehen und Z-Kraft-Umwandlung einzusetzen. Z-Kraft-Umwandlung ermöglicht es... Okay. Er will mir auf jeden Fall seine Z-Kraft reinböllern. Z-Kraft-Rückenwind. Erhöht seine Volltrefferrate. Okay. Was mir jetzt persönlich nicht so gefällt, wenn es wirklich die Volltrefferrate angehoben hat, wenn ich das richtig gesehen habe. So, wir erhöhen alle unsere Statuswerte damit, mit der Umwandlung Z. Werden auch gleichzeitig zu einem anderen Typen, zu den obersten Typen, der in unserer Attackenliste ist. Nochmal hier schön zu sehen. Alle unsere Werte haben jetzt einen Stat-Boost. Wir haben noch Anpassungen dazu. Das heißt also, wenn wir jetzt Spukball einsetzen, knallt das ordentlich rein. Also ich sag mal so, Spukball und Donnerblitz würden sich hier gar nichts tun. Ich setze trotzdem mal spaßhalber Spukball ein. So, mein Gegner setzt auf Akrobatik. Dies macht uns sehr wenig Schaden, lustigerweise. Ich glaube sogar mit dem Crit hätte das nicht so viel Schaden gemacht, wa? So, und damit hätten wir schon unser kleines Porygon Z ins Rennen bekommen. Dadurch, dass Porygon Z eigentlich schon relativ schnelle Grundwerte hat. Ja, unser Gegner schickt jetzt Lucario ein. Ich weiß jetzt nicht, ob das so klug ist von ihm. Meiner Meinung nach. Wir sind jetzt Typ Geist, das heißt also Kampfattacken werden uns nichts anhaben können. Aber vielleicht hat er auch noch was anderes. Okay, es ist ein Mega Lucario. Wahrscheinlich hat er noch was anderes auf dem Kerbholz als nur ein einziger Move. Turbo Tempo macht uns nichts. Ränkeschmied. Du setzt echt auf Ränkeschmied bei einem Polygon Z, was einen Boost hat, was hohe Spezialangriff hat, was quasi dir das Leben aus dem Kleidung recken kann. Junge. Das Porygon Z, wenn es ins Rollen kommt, musst du es aufhalten, sonst reckt es dir dein Team weg. Volona, die erste kluge Entscheidung, Zwangsentscheidung von ihm. Ein Volona hat eine sehr gute spezielle Defensive, kann also uns hier gefährlich werden. Da uns ja bei Umwandlung 2, mit Umwandlung 2 funktioniert das nicht. Ja, wir müssen Umwandlung 1 nehmen, quasi. Unsere Verteidigung geboostet ist, haben wir auch nebenbei volles oder fast volles Investment auf KP, damit wir mit den guten Verteidigungswerten, die wir ja jetzt hier quasi for free bekommen haben, auch länger durchhalten können. Das heißt also, wir können auch Magnesium benutzen, um unseren Schaden zu heilen. Wir fokussieren uns weiterhin auf den Spukball. Ich habe mich nebenbei für Typ Geist entschieden, weil Typ Geist eigentlich fast gegen gar kein Pokémon Probleme hat. Ja, also es gibt fast gar kein Pokémon, was resistent gegen Typ Geist ist. Und alternativ habe ich dann halt Donnerblitz noch im Set, um halt die Resistenz-Pokémon von Typ Geist aus dem Weg zu räumen. Deswegen. Bin ja mal gespannt, ob Volona den Treffer wegsteckt. Ah, das setzt Finsteraura ein. Sollte uns aber trotzdem nicht one-shotten. Und zack!
Wow. Nicht mal das Volona konnte standhalten. Volona ist schon ein spezieller Tank. Das ist krass, wie das reinhaut. Ja, also es zeigt keine Gnade, wie ihr gerade gesehen habt. So. Und da konnte ich mal in dem Kampf sofort zeigen, was in diesem Pokémon steckt. Das Kampfvideo brauche ich jetzt nicht zu speichern, das haben wir ja hier schon. Ja. Zur kurzen Erläuterung nochmal zu dieser Taktik. Da ich jetzt hier keinen Demonstrationskampf, denke ich mal, noch brauche. Es funktioniert diese Boost-Fähigkeit von den Z-Attacken, dass alle Werte geboostet werden, bezieht sich nur auf ganz, ganz wenige Attacken. Dazu gehören Umwandlung, Waldesfluch und Halloween. Das sind zumindest die mir bekannten Attacken, die dafür sorgen, dass all eure Werte um einen Stat geboostet werden. Das macht hier Porygon Z unwahrscheinlich tanky und stark. Dadurch, dass wir auf den Typ Geist wechseln, haben wir kaum Probleme, irgendwelche anderen Typen im Kampf gegenüberzustehen. Vor allem dann kommt noch die Anpassung hinzu, die uns an Step verdoppelt. Wir haben einen massiv hohen Spezialangriff. Ja, wir haben wesenmäßig drin volles Investment. Ihr habt gesehen, selbst ein Volona, obwohl Volona ja schon von den Grundwerten her doch eine gute spezielle Defensive aufweist, konnte diesen Treffer nicht wegstecken. Ja, ein Boost auf den Spezialangriff, wie gesagt, Anpassung, Step, das hat ordentlich reingeknallt. Es gibt nebenbei zwei Gründe, warum ich das nicht auf Porygon 2 spiele. Ein Grund wäre, wir hätten, um das richtig auskosten zu können, nicht die Fähigkeit Anpassung. Der zweite Grund ist, es gibt einfach Evolit, ja. Für Evolit brauchst du bei Porygon 2 keinen Zug zu verschwenden, um das dann loszuwerden, um dann voll einsatzfähig zu sein. Klar, man kann jetzt auch sagen, man kann die Donnerblitzattacke variieren. Das ist dann euch überlassen. Ich persönlich mag einfach die Donnerblitzattacke, deswegen habe ich es erstmal dabei gelassen. Natürlich werde ich in der Videobeschreibung das Pokémon nochmal, genau wie die EV-Verteilung und so weiter ist, nochmal reinhauen. Und alternative Attacken kann ich jetzt echt nur bei Donnerblitz anbieten. Müsst ihr halt gucken, wo eure, wie sagt man, Referenzen liegen, eure Ziele, was ihr damit am meisten ausschalten wollt. Natürlich könntet ihr auch auf den kompletten KP-Wert verzichten und das alles in Init stecken. Was ich persönlich aber nicht so persönlich bevorzuge, weil du kriegst ja auch Defensive umsonst, ja. Also muss man doch mal versuchen, das auch ein bisschen auszukosten, ja. Na klar, man kann vieles machen, ja. Das ist jetzt mein Porygon Z. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ich das nächste Pokémon quasi fertig habe. Kann man sagen, ja.